Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hellblade: Senua's Sacrifice. Und wie ich gestern gesagt habe, werde ich jetzt hier dieses... Ich weiß nicht, wie ich das nenne. Ich werde diese Statue jetzt fokussieren. Und dann laufen wir wieder durchs Feuer. Mal sehen, wohin es uns führt. Ups. Das war nicht der richtige Weg. Aber wo sollte ich denn lang? Hä? Da war alles voller Feuer. Kann ich hier hinten lang? Nee. Wir probieren es nochmal. Jetzt denke ich mal wieder irgendwo ein Gesicht, was ich fokussieren kann. Und oder ein Runstein. Aus, dass wir darüber sollen. Also gucken wir erst hier. Hier können wir auch hin. Jetzt
jetzt hier runtergehe, komme ich dann wieder irgendwo hoch? Ich glaube nicht, dass das hier zufällig so ausgeschnitten ist. Warte mal. Ich gehe mal hier runter und fokussiere mal das P. Das sind sogar drei. Genau, und dieses, das links da ist dort oben im Holz. Bloß von der anderen Seite. Tell me, Drew. How did you escape your darkness? Senua, once I found my purpose, I was no longer enslaved to the suffering I had to endure to reach it. Unclouded by fear, I could see it clearly in others. Even my captors feared the fire of Surtr. And so, during one raid, I took my chance and ran, knowing that they would not follow. A fool ran into the fire. They left me for dead. Maybe they were right. But here I am. Free. I'm glad I found you in the wilds. I wouldn't have made it without you. So, hier ist das. Aber, wie gesagt, falsch herum. Haben wir hier einen Schatten? Nee. Und dann bis... Von hier unten werde ich es nicht sehen, oder? Doch. Okay, und das letzte. Da drüben ist so ein, wie so eine Art Hochstand. Hochstuhl für Jäger. Ich denke nicht, dass der zufällig da ist. Da. Geh da mal hoch. Hochsitz heißt das, glaube ich, oder? Weiß gerade nicht so richtig. Deutsch ist schwere Sprache. Ja, okay, hier wird das Zeichen auch schon stärker. Hier in den Bergen irgendwo? Sie ist gerade noch nicht, wie ihr wahrscheinlich merkt. Auch nicht. Hier sind die Ps nicht so stark. Das, ich weiß, es ist kein P, aber... In den Bäumen ist aber auch nichts Passendes. Warum ist bei dem Dach... Stuhl, die eine... Da so ein Brett so lang. Oh. Ist das Secret? Schab.
Ja, warum war das Brett dort so lang? Jetzt können wir da unten das Tor aufmachen, um dann wieder oben... Also, um uns dann wieder diese Statue zu suchen, das Sacrifice. Um dann wieder zu fliehen. Senua, if I could survive the fire of Surtur, then escape my darkness, then so can you. Also irgendwie das Stück bis zu dem Tor zu laufen, kommt mir gerade zu einfach vor. Wir müssen bestimmt irgendwie durch die Häuser oder so. Ist hier noch was dahinter? Nee, das ist nur der Weg, wo wir erst nicht durch konnten. Okay. I'm sorry. I'm so sorry. This darkness takes everything. Everyone. Senua. Are you sure you want to do this? We can fight this together. Side by side. We always do. This is my battle. I have to face it alone. Away from here. Where will you go? I don't know. For how long? I don't know. I believe in you. You know that. Just promise me that you will come back to me. I want you to say it. I want you to say it. I will come back to you. I promise. Moment.
jeden Fall gelernt zu haben, dass ich bei den Kämpfen meinen Fokus einsetzen muss. Hier wird das Bild gerade wieder nicht so schön sein in der Aufnahme. Das war eine schlechte Überraschung. Every battle won, a greater battle takes its place. And so it goes until we fall. And in the end, we all fall. Even the gods have their time. Yet we still go on. Why? I made a promise. And I will go to hell to keep it. I die free, knowing you will carry my stories with you. I have fulfilled my quest. Yes, you have. When the darkness comes, I vow to guide you in this life and the next to fulfill yours. Then I will see you in hell. Be ready to face horror in the eye as I have, to find your answers, your quest, your truth. Okay. Wie gesagt, ich habe aus dem ersten Bossfight gelernt und habe meinen Fokus regelmäßig eingesetzt. Da hat das gerade ein bisschen besser funktioniert als gedacht. Joa. Aber ich würde sagen, wir gehen in der nächsten Folge. Was a troubled man. Moment. Scholar turned slave. They tortured him. Took him with them on their raids. Drove him to madness. Spreading this new form of darkness to new worlds. To my world. Ja, wir gehen in der nächsten Folge zurück zu unserem, ich will es nicht Ausgangspunkt nennen, aber zu dem Ort, wo wir jetzt ja quasi die Tür freigeschalten haben, um nach Helheim zu kommen. Es sei denn, es erwarten uns unterwegs noch irgendwelche Problemchen. Mal gucken, ich bin gespannt. Aber für diese Folge bedanke ich mich fürs Zuschauen bei euch. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge Hellblade: Senua's Sacrifice. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.